zubauen, dann ist das ein bisschen einfacher. Nein! Boah, ich hoffe, der ist im Wasser explodiert. Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft, oder? Minecraft? Ja, ist Minecraft, okay. Ja, ich bin ja noch hier. Also ich mache jetzt doch noch eine Folge. Ich habe eigentlich, also, falls ihr jetzt wissen wollt, ne? Ich bin ja jetzt gerade in einer Aufnahmesession, die ja so ziemlich zu einer unorthodoxen Uhrzeit stattfindet, sagen wir es einfach mal so. Und ich dachte ja eigentlich, ich mache keine Folge mehr, aber ich mache doch noch eine. Einfach weil ich jetzt noch gar nichts geschafft habe eigentlich. So, dann stellen wir mal hier eine Kürbislaterne hin. Und, hier drüben noch eine hin. Ich weiß gar nicht, sieht das so schön aus? Das sieht gar nicht mal so schön aus. Das machen wir wieder weg. Das ist ja gar nicht mal so annehmbar, oder? Ach doch, wir haben noch eine... Ach, wir haben sogar eine Axt unten in der Leiste. Aber bin ich eigentlich blind, oder was? Das ist doch nicht mehr annehmbar hier. Nee. Dann setzen wir die einfach mal so... hier hin und... hier hin. Ja, das passt. Und dann setzen wir die nochmal hier hin. Oh, das war ein bisschen zu viel des Guten. Na? So. Okay. Kann man lassen. Und hier drüben muss dann eine, sagen wir mal, hier hin. Eine wird jetzt nicht viel bringen, aber damit wenigstens mal etwas weniger spawnt. Hier kann man das nicht machen, weil das sieht dann ein bisschen blöd aus von innen. Wenn man hier die Jack-O-Lanterns draußen hat, die ganzen Kürbislaternen, dann tun wir den Rest einfach mal wieder in eine Kiste zurück. Moment mal, wir haben jetzt hier zwei... Achso, wir haben nur vier Stück. Ah, toll. Vier Stück haben wir hier hingestellt. Hat sich ja jetzt nicht so gelohnt, aber okay, wartet, ich muss euch mal kurz wegdrücken. Okay, war doch nicht ganz so kurz, aber naja, muss ja auch mal kurz sein hier, damit sowas nicht in die Aufnahme reinkommt. Und wir hatten hier noch Redstone drin, den habe ich ja gar nicht gesehen. Ist ja alles durcheinander hier, wirklich. Ich wollte es eigentlich mal alles ordnen, aber das mache ich nach dieser Aufnahme dann. Also nach dieser mache ich es ganz bestimmt, weil ich nach dieser eh nicht mehr aufnehme. Ja, ihr merkt es ja. Weil ich dann eh nicht mehr aufnehme, weil ich jetzt komplett im A bin, also komplett kaputt bin. Und bevor es dunkel wird, muss ich noch mal ein bisschen Oakwood zusammensammeln, weil ich will dann jetzt noch was an meinem Haus machen. Und Sprucewood haben wir ja auch noch. Das haben wir also noch im Inventar, glaube ich sogar. Ja, so ein bisschen. Ich glaube auch noch ein bisschen in der Kiste. Zur Not können wir auch noch mal ein paar Bäume fällen. Das ist jetzt auch kein Problem. Hier ist ein Creeper hochgegangen. Da müssen wir uns auch noch mal mit auseinandersetzen. So, Sprucewood nehmen wir dann auch noch mal mit. Ach, höher war der gar nicht. Das war ja ein Mini-Baum. Ein Mini-Baum. Ach ja, wie sieht... Ach Quatsch, da kriegt der Bogen ja Anwendung drauf. Was mache ich denn hier eigentlich? So. Und... wie hoch bist du denn? Ach ja, annehmbar. So, ja gut. Birken können wir auch mitnehmen, weil unten müssen wir ja noch mit Birke arbeiten. Boah, wir haben ja eigentlich so ziemlich Bedarf an allem. Auch an Rohstoffen. Da müssen wir jetzt sofort mal gleich... Ne, gleich nicht, aber... ich weiß nicht, wann nehme ich denn auf? Auf jeden Fall in der nächsten Folge oder in der übernächsten Folge müssen wir mal wieder Rohstoffe suchen gehen. Das sage ich auch schon eine ganze Zeit, aber das müssten wir wirklich mal. Und ich glaube, es wird jetzt langsam dunkel. Aber manchmal habe ich echt das Gefühl, hier ist vielleicht 5 Minuten hell und dann wieder 20 Minuten dunkel. So ähnlich wie in Lappland oder so. Na, wie hoch bist du denn? Ach so, okay. Ja. Oakwood haben wir erst 6 Stück. Eieiei. Jetzt spawnt ja schon was eigentlich, ne? Ist natürlich jetzt ziemlich doof. Aber ich will jetzt hier fertig werden. Ich habe jetzt keinen Bock da irgendwie... weiß nicht, nochmal wieder eine Nacht da drin rumzugammeln. Weil ich will ja wirklich hier auch mal was schaffen. So, und... ja, komm, machen wir es so. Und ja... das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Und ja... machen wir den auch nochmal weg. Ja, ich denke schon, komm.
Egal, und 14 Oakwood, das reicht bei weitem nicht mit, für das, für das? Hä? Nein, für das, was ich mit dem Holz vorhab. Und ja, wenn ich mich mal umgucke, hier wächst gar nicht mehr so viel Oakwood, weil ich hier das ganze andere Zeug gepflanzt habe. Dann gehe ich mal ein bisschen weiter weg, wa? Och, komm schon. Ja, hör mal, sowas macht man doch nicht. Also, da verstehe ich aber was anderes unter guter Nachbarschaft, du. Aber das geht mal gar nicht. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass so ein Creeper neben mir hochgeht. Critical Hit, so. Ja, weg ist er. Okay. Kein Creeper, okay. Ja, ich gucke mich lieber mal um, weil ich weiß ja nicht, ne? Kann ja jederzeit einer kommen. Und ich will ja vorbereitet sein. Okay, alles clean. Dann können wir ja hier ein bisschen weiter abbauen. Oh, 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 da ist nicht mehr alles clean. Heide Witzka. Shit, 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 shit. Nein, da kommt er genau in dem Moment da runter und der fliegt nicht mehr weg. Shit. Das ist natürlich so ober... Habe ich das Inventar voll? Tatsächlich. Das ist natürlich mal so oberdumm gelaufen. Dann gehen wir erstmal zurück. Ja, da ist natürlich noch ein Creeper. Natürlich. Gucken, ob wir mit dem fertig werden. Wahrscheinlich eher nicht, aber... Naja, man weiß ja nie. Ah, doch. Krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber okay, Wunder gibt es immer wieder, ne? Dann stopfen wir einfach mal so die ganze Erde da rein und den Sand. Den brauchen wir jetzt auch nicht. Und die Kürbislaternen... Ah ne, die Kürbislaternen hatten wir schon, die Kürbisse. Dat und dat und dat. Habe ich vergessen, in den Ofen zu werfen, natürlich. Dat und... Naja, den ganzen Rest halt hier so. Okay, gehen wir mal wieder raus. Jetzt haben wir ein paar Inventarplätze wieder gewonnen. Und ich möchte das hier aber noch fertig kriegen. Ja, jetzt ist natürlich wieder Gott und die Welt gespawnt. Das ist natürlich wieder sehr dumm. Ja, komm, jetzt werde ich gleich erschossen und umgebracht hier. Warum kann ich denn nicht mehr rennen? Das ist doch jetzt mal oberhammermäßig nervig. Ja, komm, was machst du mich hier so an? Das ist doch... Ich will hier rein, Hilfe! Na, komm schon. Komm schon. So, die Erfahrung da hinten, die hole ich jetzt nicht. Da ist ja letztes Mal wieder so ein Creeper hochgegangen. Da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Und deswegen machen wir es jetzt einfach mal so. Und wir haben ja ein bisschen Birke gesammelt. So ein kleines bisschen. Da können wir jetzt mal runter in den Keller gehen hier und das Ganze verarbeiten. Also nicht verarbeiten, sondern wenigstens mal, naja, sagen wir mal verlegen. Ne? So ein bisschen Parkett verlegen. So. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, dieser Parkettverlegerberuf. Ich glaube, Parkett... nicht Baguette. Parkettbauer. Das macht nämlich irgendein Bekannter von mir nämlich auch. Parkettbauer. Und da denke ich mir auch so, Parkettbauer, ja, was muss man dafür können? Dafür muss man Parkett verlegen. Oder? Also ich weiß es nicht. Also ihr könnt mich auch erleuchten. Aber ich glaube, das ist einfach, man verlegt Parkett. Naja. Wie auch immer. Und ja. Ach komm, dann machen wir einfach einen riesigen Raum draus. Da habe ich jetzt auch keine. Toll. Das hat sich mal wieder richtig gelohnt. Da habe ich jetzt aber nämlich auch keine Lust, so einen komischen Raum dazu haben. Dann machen wir das Ganze einfach mal ein bisschen größer. Und teilen das dann vielleicht ein bisschen ab nachher. Boah, wir haben so viel verdammte Erde. Hey, wollen wir jetzt Eisen? Ach, da haben wir Eisen, okay. Und Sticks haben wir noch. Okay, wir haben Holz im Inventar. Aber keine Sticks. Nee, keine Sticks. Okay, dann müssen wir hier ein bisschen Oakwood verwenden, um uns ein paar Sticks zu machen. Und dann zwei Schaufeln. Und zack. Schon sieht die Welt wieder ein bisschen besser aus. Ja. Ein bisschen besser. Uah, komm jetzt. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt in letzter Zeit so ist, dass man die Treppen irgendwie schneller hoch als runter läuft.
Das ist irgendwie so ganz komisch. Also das verstehe ich einfach nicht irgendwie. Also ich renne die ich renne die Treppen schneller hoch. Nee, schneller runter als hoch. So rum. Boah, Alter, ich bin so durch, ey. Ich muss unbedingt die Aufnahme beenden. Aber natürlich erst, wenn der Zeitpunkt dazu gekommen ist. Und ja. Oh nein, Hilfe! Ja. Aber es ist eigentlich eh ziemlich egal, weil... ja, es guckt sich ja eh keiner an. Deswegen ist es eigentlich auch egal, ob ich hier komplett durchkommentiere oder ob ich kommentiere, wenn ich richtig bei der Sache bin. Und ja, für mich zählt es eigentlich nur, in dieser Welt mal ein bisschen voranzukommen. Bevor ich den neuen Account starte, deshalb dachte ich mir, komm, egal. Perlen bei der Säue, oder nee, Quatsch, Butter bei der Fische. So rum. Perlen für die Säue ist was anderes. Das ist was ganz anderes. Ah, das sieht ja mal gar nicht gut aus hier. Ja, und deswegen dachte ich mir, komm, egal, mach's jetzt einfach mal. Ah, ne, es war einer zu viel. Ach, verdammt. Wir haben ja wieder nicht aufgepasst. Hä? Ah, ne, doch, war richtig. Okay, und hier geht's natürlich auch noch weiter. So. Und da ist auch Sand. Na toll. Sag mal, wie groß ist denn das Ding eigentlich? Ah. Hätte ich mir besser irgendwie eine andere Umgebung ausgesucht. Das war natürlich so der Mega-Fail einfach hier, diese Umgebung. Einfach weil zu viele Seen hier sind. Einfach, du, egal wo du hingräbst, du gräbst dich unter einen See. Ach nee, das lassen wir mal. Wir machen eh eine andere Wand rein. Und ja, das ist eigentlich ziemlich nervig, weil du kannst hier keinen vernünftigen Keller bauen. Du kannst ja auch nicht mal sowas hier bauen. Ne? Ich meine, das hat sich ja gerade so angeboten hier einfach in der Umgebung. Uah. Ja, toll. Jetzt müssen wir das Ding wieder dicht machen. Mit ein bisschen Erde. Erde, Erde. Oh, verdammt. Erde, Erde, Erde. Oh, dicht. Hä, wo kommt denn jetzt noch Wasser her? Ach so. Okay, ich dachte schon, jetzt fließt das noch weiter. So. Ja, sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Würde ich jetzt fast schon mal sagen. Und ich wollte das Haus wieder verbessern und habe jetzt das schon wieder nicht geschafft. Ich habe es in 3 Folgen nicht geschafft, was ich am Anfang der ersten Folge machen wollte. Aber ich meine, wir sind ja immerhin ein bisschen vorangekommen. Wir haben das Lager fertig. Also bis auf die Kisten, die müssen wir noch alle reinstellen. Da haben wir ja erst ein paar drin stehen. Aber ansonsten sind wir doch eigentlich ganz... Ja. Hä? Es ist hell! Leute, es ist hell! Wie geil ist das denn? Ich muss mal gerade auf die Uhr gucken. Okay, wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Ich weiß gar nicht. Also, wollen wir das erstmal fertig machen hier? Na komm, jetzt machen wir das hier fertig. Jetzt haben wir hier angefangen, jetzt machen wir das auch fertig. Uah, erstmal hochschwimmen von oben. Lässt sich es ein bisschen leichter abbauen und wir können auch von oben direkt mal zubauen. Dann ist das ein bisschen einfacher. Nein! Boah, ich hoffe, der ist im Wasser explodiert. Ich hoffe, der ist im Wasser explodiert, weil sonst haben wir jetzt richtig Probleme. Oh ne, der ist im Wasser explodiert. Geil. Geile Geschichte. Weil da müssen wir jetzt nichts ausbessern. So. Schaufel haben wir noch? Ja, haben wir. Perfekt. Das da auch noch weg. Und, ich komme nicht dran. Toll. War ja mal wieder so klar. So, das und... Ma. Jetzt ersaufe ich hier, oder was? Und zu. Perfekt, Leute. Wir haben endlich hier die fertigen Ausmaße für unseren Raum. Und ich höre Spinnen. Na, toll. Das schafft ja natürlich direkt wieder eine perfekte Arbeitsatmosphäre. So. Was leuchtet denn hier? Ja, irgendwas ist hier am Leuchten. Ich weiß auch nicht warum. Weil die Ecke ist irgendwie so hell. Oder kommt mir das nur so vor? Hm, ich weiß es nicht. So, und das jetzt nochmal kurz. Ja, genau. Und schon sieht das alles wieder ein bisschen mehr nach einem,
eher so Chill-Out-Bereich aus, ne? So nach einer kleinen Lounge, habe ich ja schon mal gesagt. Dass man da einfach mal ein bisschen rumhängen kann. So, ja. Und ich habe eigentlich auch vor, noch mehr Gebäude zu bauen, ist ja klar. Und auch vor, dass man das Ganze dann ein bisschen so unterirdisch verbindet, ne? Deswegen auch das hier zum Beispiel. Dass man da vielleicht noch irgendwas in der Schlucht macht, das weiß ich noch nicht. Was war das denn jetzt? Jetzt war das Licht auf einmal wieder weg. Wir haben noch eine Fackel hier. Die können wir mal kurz hier hinsetzen. So. Jetzt haben wir definitiv Licht. Und jetzt müssen wir nur noch ein bisschen Parkett verlegen. Dann sieht das Ganze doch wieder ein bisschen schöner aus. Machen wir mal ein Stack draus. Und ob das reicht? Ja, müsste eigentlich reichen, oder? Hoffen wir es mal. Ja, reicht. Okay. Au. Oh, Leute, ich hoffe, ihr hört das nicht. Okay, ihr habt es bestimmt gehört. Das war gerade hier von meinem Radio. Ich habe mein Handy nicht ausgeschaltet, dummerweise. Ah, naja. Da denke ich auch nie dran, weil ich mein Handy so gut wie nie benutze. Aber okay. Ein bisschen Schwund ist immer. Glaube ich. Ja, eigentlich schon. Aber es sieht ziemlich geil aus, so von dem hellen Boden her. Ja, und dann lasse ich mir auf jeden Fall noch was einfallen. Und ich glaube, die Folge ist dann auch schon wieder vorbei, oder? Mal kurz gucken. Ja, die Folge ist dann schon wieder vorbei, Leute. Und dann sage ich mal, war schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt hier, ne? Dass ihr das Ganze hier ertragen habt und so weiter. Fand ich echt nice von euch. Und da begeben wir uns dann beim nächsten Mal dran. Okay. Einfach nochmal gecheckt, ob kein Creeper in der Nähe ist. Und ich will das ganze Erscheinungsbild des Hauses mal ein wenig, naja, sagen wir mal, überarbeiten. Und dann sage ich einfach mal, ja Leute, wie gesagt, bleibt geschmeidig und bis denne!